Das BlackBerry Key One ist da. Wir sehen es uns näher an und es gibt erste Testergebnisse. Also dranbleiben. Ja, das BlackBerry Key One ist schon was Besonderes, weil es handelt sich um das erste BlackBerry aus dem Hause TCL. Ein chinesisches Elektronikunternehmen, die haben auch schon die Rechte an den Smartphones von Alcatel und jetzt eben halt auch von BlackBerry übernommen, hier die Smartphone-Rechte. Sprich, die Hardware kommt von TCL, die sind für alles verantwortlich. Von BlackBerry selbst, von den Kanadiern, kommt jetzt nur noch die Software. Da gehen wir später nochmal näher drauf ein. Betriebssystem ist weiterhin Android mit Zugang zum kompletten Play Store, so wie das ja auch schon von den letzten BlackBerries her kannten. Zunächst noch ein Wort zum Design. Also das ist schon mit 187 Gramm enorm schwerer Brocken. Man hat natürlich auch hier entsprechend schwere Metallränder. Das sieht alles schon sehr, sehr solide aus. Und dann mache ich ja immer als eines der ersten Dinge mit diesen Smartphones so ein bisschen so den Verwindungstest, um zu sehen, knarzt das irgendwo, drückt sich da irgendwas durch auf das Display, also das Glas auf das Panel oder so. Und da muss man ganz einfach mal sehen, hier zum Beispiel, schaut euch das mal an, das war zunächst auf einer Seite. Ohne dass ich da jetzt, also ich habe keinen Biege- und Brechtest gemacht, nicht rohe Gewalt, sondern nur so ein bisschen gedreht und schon kam das hier unten ab und dann später auch auf der zweiten Seite, sprich da hat man einfach nicht genug Leim drauf gepackt, damit das da auch da bleibt. Das ist natürlich dramatisch, weil, sagen wir mal ehrlich, bei BlackBerry wäre das bestimmt nicht passiert, jetzt das erste BlackBerry aus dem Hause TCL und dann haben wir hier sowas bei einem solch dicken, schweren Gerät. Klar, ist ein Garantiefall, überhaupt kein Ding, würde ich dann sofort, gerade wenn es in den ersten 1, 2, 3 Tagen sowas passiert, könnt ihr dann ja auch mal ausprobieren, ob das bei euch der Fall so ist, falls ihr es gekauft habt, schon hingeben zum Support und natürlich umtauschen lassen oder reparieren lassen. Keine Frage, aber es ist schon schade, wenn das dann so anfängt. Wir schauen es natürlich trotzdem näher an, weil, wie gesagt, wäre Garantiefall, also trotzdem nicht davon abschrecken lassen, aber schon blöd. Ja, zum Display. Also ich gehe nochmal auf Weiß hier, da erkennt man es so ein bisschen, ist natürlich ein anderes Format, weil hier dieses untere Viertel fehlt. Da sind es jetzt 4,46 Zoll in der Diagonale oder 113 mm mit einer Auflösung von 1080x1620, also hier unten verkürzt sozusagen. Damit eine Auflösung von 295 Pixel pro Quadratmillimeter, 1% über Durchschnitt, alles in Ordnung, weil, schaut mal hier euch diese, das sind wirklich kleine, schmale Texte hier, kann man gestochen scharf lesen, man sieht auch nicht einzelne Pixel oder irgendwie sowas, also absolut ausreichend, auch wenn natürlich eine höhere Auflösung immer schöner ist, aber kostet noch mehr Geld und hier reden wir schon über 599 Euro, das ist momentan jetzt zum Start unverbindliche Preisempfehlung und der Straßenpreis auch. Also würde ich mal sagen, ist ausreichend, zumal höhere Auflösung geht auch immer auf den Akku. Ist ja auch immer eine Abwägung hier an der Stelle. Und dann ist es Dual Domain IPS, das heißt auch blickwinkelstabil, von daher super Qualität auch. Und nicht zuletzt, das Ding ist wahnsinnig hell. Ich habe hier in der Bildmitte, und dazu muss ich jetzt zunächst mal kurz noch erklären, für dieses Video musste ich das schon deutlich reduzieren, damit das hier nicht komplett ausbleicht. Ich gehe jetzt hier einmal auf Maximum und dann seht ihr, sofort knallt das hier raus. Alles andere wird automatisch dunkel, weil das sind bei hellen Umgebungen bis zu 673 Candela pro Quadratmeter in der Mitte gemessen. Das sind 38% über Durchschnitt. Rang 3 heißt, das BlackBerry Key One ist eines der hellsten Smartphones derzeit überhaupt am Markt. Also gerade auch Sonnenschein oder sowas, das Ding gibt Gas und ihr könnt es immer noch hervorragend lesen, was ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, weil das ist schon sensationell. Ich muss jetzt auch wieder ein bisschen runtergehen, damit hier das für das Video wieder einigermaßen auch erkennbar bleibt. Also Display schon mal top. Dann kommen wir zur Kamera. Vorne 8 Megapixel, Videos in Full HD, normal. Auf der Rückseite keine Dual-Cam, sondern also keine Doppellinse, sondern eine Einzellinse. 12,3 Megapixel ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber abwarten, dafür ist es halt unter dem Fotosensor. Die einzelnen Dioden sind entsprechend groß. 1,55 Mikrometer, wie der Hersteller das angibt. Das heißt, die fangen entsprechend viel Licht ein und dementsprechend soll dann auch das Key One bei schlechten Lichtbedingungen immer noch vernünftige Fotos machen. Müssen wir uns mal anschauen im Test, aber in der Theorie meistens klappt das dann auch toi toi toi. Videos werden hier in Ultra HD aufgenommen, also auch 4K genannt, vierfache Auflösung von Full HD und ihr seht hier zwei Farbblitz, also so weit auf dem Papier zumindest so gut, was Multimedia betrifft, müssen wir uns natürlich dann alles noch im Test anschauen.
Dann seht ihr hier in der rechten Seite, das ist der Slot, da kann man den Speicher erweitern, MicroSD-Karten offiziell auch gleich bis 2 Terabyte, das heißt bis zum Maximum dieses Standards. Aktuell maximal verfügbar sind MicroSD-Karten mit 512 GB, kommen natürlich irgendwann auch größere. Intern allerdings nur 32 GB, von denen dann netto übrig bleiben 20,3, nachdem mal alles Vorinstallierte aktualisiert worden ist. Jetzt scheint er hier neu zu starten. Wahrscheinlich bin ich hier irgendwie auf den Taster da drauf gekommen. Also 32 GB intern bei einem Preis von 5,99 geht meiner Meinung nach nicht. Auch wenn das eigentlich ausreicht und man ausbauen kann, trotzdem vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ist das zu knickerig. Da hätten es 64 GB schon sein dürfen. Dasselbe gilt eigentlich auch für den Prozessor. Es ist ein Snapdragon 625. Der hat zwar 8 Kerne, die sind auch mit 2 GHz getaktet, soweit so gut. Grafikmodul Adreno 506, 3 GB Arbeitsspeicher, passt alles. Und auch wenn man hier so durchscrollt, das ist alles schnell und flüssig. Trotzdem, es ist ein Mittelklasse-Prozessor und 600 Euro ist Top-Klassenpreis. Das passt nicht zusammen. Selbst wenn es hier alles super flüssig oder ich starte da mal, was weiß ich, hier irgendwie, gut, der muss jetzt erstmal Daten laden. Moment, machen wir es nochmal. Starte hier. So, ihr seht, das geht alles zügig. Ich will da überhaupt nicht meckern trotzdem. Und vor allen Dingen, schaut euch mal das Gesamtergebnis an. Ihr wisst, ich mache immer mehr als 50 Einzelwerte aus 15 verschiedenen Benchmarks. Ein Gesamtergebnis. Und da liegt hier das Key One 13% unter dem Durchschnitt. Ist natürlich beim 600-Euro-Gerät schon traurig. Da würde man eher erwarten, 50% Überdurchschnitt oder sowas. Aber nee, das ist schon mager. Es reicht aus, gerade für die Zielgruppe. Wir reden ja hier, wie gesagt, über Arbeitstiere, also SMS und E-Mail und sowas. Komplett ausreichend. Ich bin, wie gesagt, nur, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, momentan jetzt für diesen Preis sehr, sehr skeptisch. Dann noch ein kurzes Wort. LTE hat es natürlich, 300 Megabit, Wireless LAN AC, NFC, alles an Bord, Bluetooth, SAR-Wert, da wollte ich noch was kurz zu sagen. Hier in Europa 0,77 Watt pro Kilogramm am Kopf gemessen. Der Standard oder die Zulassungswerte gehen hoch bis 2 Watt und alles, was unter 1 Watt ist, ist eigentlich sowieso unproblematisch. Und wenn man das Ding auch vor allen Dingen, es geht ja immer nur um, wenn man das mit dem Gerät am Ohr telefoniert, über längere Zeiten hinweg, dann müsste man auf sowas achten, aber selbst mit 0,77 ist das ganz okay. Es gibt auch welche unter 0,4, ja, aber gerade beim BlackBerry tippt man halt meistens mit dem Ding vorm Körper, kein Körperkontakt, also das scheint mir alles in Ordnung zu sein. Hier unter der Leerzeichentaste sollte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, da verbirgt sich der Fingerabdrucksensor, auch mal ein Blick hier unten noch, USB-C, klar, kann man also die Kabel beidseitig rum einstecken, das ist soweit alles super. Und damit kommen wir zur Akkulaufzeit. Heißt also, fest verbauter Akku, hier kann man nichts abnehmen oder sowas. 3440 mAh, drahtloses Laden ist nicht möglich. Und damit kommt das Key One im Test, das ist jeweils Videowiedergabe, Display auf 200 Candela, im Flugmodus, also reine On-Screen-Time mit Prozessorleistung, also das, was es typischerweise auch immer ausmacht. Da landet das Key One bei 756 Minuten. Das ist 42% über dem Durchschnitt. Grandioses Ergebnis, heißt also wirklich, selbst Intensivnutzer kommen locker über den Tag, egal wie intensiv sie jetzt nutzen. Also so sollte wirklich jedes Smartphone aussehen, dann hätten wir keine Probleme damit. Und Normalnutzer, ich würde mal sagen, locker 2 Tage, vielleicht auch sogar 3 Tage. Also Laufzeit, Standby-Zeit ist super. Klar, bei diesem relativ kleinen Display, ich sage es nochmal, 4,7 Zoll knapp, von nichts kommt nichts, aber es reicht ja eigentlich auch aus. Und damit zu dem, was ich versprochen habe, so ein bisschen die Software und die Nutzung und diese BlackBerry-typischen Funktionen. BlackBerry hat ja dieses D-Tech mal entwickelt, das ist so eine Art Sicherheitscenter, ihr seht das hier. Das ist natürlich nur eine Zentrale, wo man halt zu verschiedenen Einstellungen, also beispielsweise hier Datenverschlüsselung, Bildschirmsperre und so weiter. Trotzdem, man wird darauf aufmerksam gemacht, sollte man da irgendwas vergessen haben. Das ist das eine. Gerade bei Firmenkunden, Android on Work oder beispielsweise auch hier beim BlackBerry Messenger. Ihr wisst, die Dinger sind dann wirklich verschlüsselt. Gut, ist jetzt nicht eingerichtet. Okay, die sind wirklich verschlüsselt. Da kommt man nicht dran. Die BlackBerry-Server liegen auch in Kanada und haben angeblich keinen Zugang zu diesen ganzen amerikanischen Behörden und so weiter. Toi, toi, toi. Hoffen wir mal das Beste. Also für Firmenkunden weiterhin interessant, zumal man dann auch viele spezifische Einstellungen vornehmen kann, die man auf normalen Android-Geräten nicht vornehmen kann. Oder was ich zum Beispiel auch extrem schätze, ist dieser Hub.
Das ist hier diese, ja, ich sage immer Nachrichtenzentrale, wo da alles zusammenläuft. Also der BlackBerry Messenger, SMS und ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht eingerichtet. Da wären dann hier noch sämtliche E-Mail-Konten. Und da wird dann hier alles schön chronologisch aufgelistet, sehr übersichtlich. Also gerade für Vielarbeiter ist das wirklich sehr, sehr nützlich. Oder hier auch am linken Rand seht ihr jetzt hier diesen kleinen Ding. Dieses kleine Ding kann man so reinwischen. Das nennt sich Productivity Tab. Und da kommt man hier auch nochmal zum Hub und zum Kalender und zu Kontakten, wenn es jetzt eingerichtet wäre. Und hier oben kann man dann auch nochmal einstellen. Das heißt beispielsweise, wo die Position ist. Links oder rechts zum Beispiel. Hier kann man dann auch die Position über dieses Slider, das heißt also nicht mehr, wie das früher war, per Drag and Drop hier entsprechend anpassen. So und die Größe und so weiter. Und dann soll es das jetzt mal gewesen sein. Und dann haben wir es halt jetzt hier rechts oben. Das ist der einzige Unterschied, der mir da bisher so aufgefallen ist dazu. Dann auch eine super Geschichte, wie ich finde, sind diese, schaut mal hier, da erkennt ihr manchmal unter einigen Icons, das sind halt angepasste Apps, diese drei Punkte. Das Ding nennt sich Pop-up-Widget. Bedeutet, wenn man über eines von diesen Icons drüber streicht, öffnet sich ein Pop-up. Das heißt also, öffnet sich ein Widget als Pop-up eben. Widget bedeutet ja im Prinzip, das sind diese Sachen, kennt ihr, die man hier dann rüberziehen kann auf den Homescreen, da aber eben halt dauerhaft diesen Platz belegen. Und das ist bei diesen Pop-up-Widgets gerade nicht der Fall. Hier zum Beispiel der BBM funktioniert da auch. Einfach drüber wischen, dann hat man die volle Widget-Funktionalität und wenn man es nicht mehr braucht, klickt man einfach irgendwo anders hin und hat den Platz dann nicht verschwendet auf dem Bildschirm, weil da kann man ja gerne mal so eben 10 Seiten durchscrollen oder sowas. Das braucht man hier einfach nicht. Ich finde das eine sensationelle Idee, super praktisch und hoffe einfach, dass das dann auch Android irgendwann ganz nativ übernehmen wird, weil das finde ich eine tolle Idee. Dann gibt es natürlich auch hier hinten, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ganz schnell diese ganzen Shortcuts. Also wenn ich jetzt schnell mal einen Kontakt hinzufügen will oder beispielsweise hier einen Termin hinzufügen, dass man nicht immer sagen muss, okay, Kalender öffnen, Plus drücken, Termin auswählen, was weiß ich, kann man hier einfach Ereignis hinzufügen, Kalender, wie gesagt, ist nicht eingerichtet, aber ihr könnt es euch vorstellen. So, und das ist alles super praktisch. Diese Tastenkombinationen schätze ich auch sehr. Von A bis Z könnt ihr hier einrichten, was ihr wollt, beispielsweise B wie Browser bedeutet hier, drückt ihr einfach das B lange, Moment, ich muss natürlich dann erst auf den Screen zurück, B lange drücken und dann startet der Browser oder was auch immer ihr da haben wollt. Und diese ganze Tastatur hier unten ist im Prinzip ein einziges riesiges Touchpad. Ihr seht es hier zum Beispiel im Browser oder auch durch andere Listen, kann man dann sehr komfortabel drüber scrollen. Gut, wenn man Zweihandbedienung macht, braucht man es nicht. Aber ich denke jetzt gerade so Einhandbedienung ist es immer noch ein bisschen praktischer und ergonomischer hier unten so ganz lässig, als wenn man da mit dem Daumen immer so hoch und ein bisschen umgreifen muss. Also das hat auch durchaus schon so seinen Sinn. Ohnehin, Tastatur, das ist natürlich das Entscheidende bei einer BlackBerry, weil erstens, es gibt halt keine echte Alternative mit aktuellen Smartphones mit mechanischer Tastatur. Hierzulande ist mir absolut nichts bekannt. Und das ist halt diese BlackBerry-typische Funktion, wo man wirklich gesagt hat, hier in der rechten Hälfte optimiert für den rechten Daumen, sprich in der linken oberen Ecke ist dann so ein kleiner Hubbel, da ist die höchste Stelle und in der linken Hälfte der Tastatur für den linken Daumen halt oben rechts. Das heißt, auch wenn die Tasten eigentlich recht klein sind, kann man die super erspüren. Das ist extrem präzise. Also selbst mit dicken Daumen, wie jetzt ich hier sie habe, trotzdem sehr präzise. Wir können ja hier einfach mal wieder die Nachricht öffnen. So, und ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen ausprobiert. Hallo, also das geht klasse. Klar, mit diesen Swipe-Sachen ist man genauso schnell, aber manche mögen das ja vielleicht auch einfach nicht oder finden es nostalgisch oder haben sich daran gewöhnt, wie auch immer. Von daher, die werden bestimmt dankbar sein, dass es BlackBerry auch weiterhin gibt und weiterhin auch mechanische Tastaturen gibt. Aber es gibt halt noch mehr. Ihr habt ja zum Beispiel hier oben auch schon gesehen, mit dieser zusätzlichen Zeile, die da eingeblendet wird, da kann man natürlich dann einfach auf drauf tippen und dadurch sehr, sehr schnell Texte auch erstellen. Das kann man dann beispielsweise auch einfach überwischen. Also hier im rechten Drittel wird dann dieses Wort, in der Mitte dieses Wort und links hier dieses Wort. Das heißt, man kann das auch hier unten drüber machen oder links wischen, auch wieder ganze Worte löschen. Ich sagte ja, wirklich durchdacht, super praktisch und vor allen Dingen diese Software, ich kenne das von anderen BlackBerries her schon, die ist sehr intelligent. Das heißt, wenn man immer dieselben Phrasen verwendet, mit freundlichen Grüßen, merkt er sich das und dann mit freundlichen Grüßen, das klappt wirklich super schnell. Also da ist man mindestens auf der Geschwindigkeit bei Swipe, wenn man das hier einigermaßen mal sich dran gewöhnt hat, bestimmt auch ein bisschen schneller noch. Wobei,
Ist natürlich auf der anderen Seite auch klar, man muss sich etwas umgewöhnen. Es gibt zum Beispiel jetzt keine einzelne Taste für den Punkt. Drück mal hier drauf, habe ich das M. Das heißt also, hier muss man sagen Alt, Punkt. Also man muss es nicht gleichzeitig, kann auch hier, ihr seht das ja, Alt, Punkt. So, okay. Oder für Symbole muss man dann hier oben auswählen. Es ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, wenn man jetzt nicht gerade von BlackBerry kommt. Aber ich würde mal sagen, innerhalb von 1-2 Tagen hat man sich da umgestellt. Und dann ist das schon sehr, sehr schnell beim Texten. Also ich finde es persönlich sehr angenehm. Hat man sich wirklich was überlegt bei BlackBerry. Von daher wäre schade, wenn es das nicht mehr geben würde, meiner Meinung nach. So, und das soll es gewesen sein als erster Eindruck hier von BlackBerry Key One. Ich bin mal schon auf eure Meinung gespannt, was ihr hier dazu sagt, was ihr vom Preis haltet. Deswegen bitte eure Bewertung dieses Videos. Hinterlasst unbedingt auch eure Meinung in den Kommentaren. Und vielleicht lasst ihr ja auch sogar ein Abo da. Dafür bereits dann im Voraus ganz herzlichen Dank. Macht's gut, bis bald. Ciao.